Ich zeige euch, wie man Parfüm richtig aufbewahrt. Wenn ihr auch eine größere Parfümsammlung habt, vielleicht so eine wie ich, oder wenn ihr vorhabt, eine größere Parfümsammlung euch anzuschaffen und nicht vorhabt, die Düfte innerhalb der nächsten 18 Monate aufzubrauchen, dann müsst ihr bei der Aufbewahrung von Düften 3 Punkte beachten. Und der dritte Punkt wird euch richtig überraschen. Punkt Nummer 1. Die Lichtverhältnisse. Ob Sonneneinstrahlung oder künstliches Licht, absolut tabu. Das heißt, keine Vitrine, ein geschlossener Schrank oder eine Schublade in einer Kommode. Punkt Nummer 2. Temperaturen und Feuchtigkeit. Das Badezimmer ist der schlechteste Ort, um Düfte aufzubewahren. Die Temperaturen müssen immer konstant sein, es darf nicht zu heiß sein und es darf auch nicht zu feucht sein. Und der dritte Punkt, Leute, der wird euch überraschen, das habe ich euch gesagt und versprochen, ihr müsst aus den Flakons unbedingt die Luft entweichen lassen. Das heißt, ihr müsst eure Düfte nehmen, vor allem die, die älter sind, die dreht ihr dann um, quasi so auf den Kopf und dann sprüht ihr 2-3 Mal, bis es nicht mehr zischt, damit die Luft aus dem Flakon raus ist. Dann könnt ihr den Flakon wieder verschließen und zurück in euren Schrank einräumen. So halten eure Düfte super lange. Manche meiner Düfte sind schon 10 Jahre alt und sie riechen genauso wie am Anfang.